Eigentlich war es kein Startschuss, sondern vielmehr wurde sinnbildlich die zweite Runde des Projektes Ehrenamt für Senioren eingeläutet. Die Verantwortlichen, darunter auch Bernsdorfs Bürgermeister Harry Habel, dankten den 11 ehrenamtlich tätigen Frauen für ihre Arbeit. Insgesamt 40 Betreuungsbeziehungen sind im letzten Jahr entstanden. Dabei kümmert sich eine Alltagsbegleiterin oftmals um mehrere Personen. Ich betreue so 3 bis 6, je nachdem 2 vertretungsweise. Und die eine, die ich richtig betreue, die ist im Moment wieder im Krankenhaus. Die stürzt sehr oft und da muss ich 1 Stunde bis 4, 5 Stunden manchmal sogar hingehen, damit sie nicht alleine ist. Aber nebenan, das ist meine, die ich immer mit der ich einkaufen fahre zum Beispiel oder zum Arzt fahre. Das ist die Frau Thieme. Die ist ziemlich neu noch dabei und wohnt sogar in meinem Ort, ja. Die verbrachte Zeit mit Ingetraut, Thieme und den anderen Damen summiert sich schon mal auf 14 Stunden und mehr pro Woche. Zeit, die nicht durch Geld, aber durch viel Dankbarkeit entlohnt wird. Frau Terne ist sehr zuverlässig, lieb und wenn ich sie brauche, ist auch immer da. Wir fahren einkaufen, sie nimmt sich Zeit und auch manchmal fährt sie mich zum Arzt. Ich wüsste manchmal nicht, wenn ich Sinne hätte, wie ich da hinkommen sollte. Wir haben zwar Kinder, aber die sind nicht so verfügbar. Ja, und da bin ich sehr froh, dass es diese Organisation gibt und hoffe, dass sie noch eine Weile für mich da ist und immer. Für ein ganzes Jahr wird das Projekt der Alltagsbegleiter noch durch die EU gefördert. Und selbst wenn das mal nicht mehr der Fall ist, wird es weitergehen. Das versprach zumindest die Bernsdorfer Wohnungsgesellschaft neben der Stadt und dem Mehrgenerationenhaus ein Partner des Projektes.